Wir sind wieder da und falls ihr euch wundert, warum wir sich hier stehen, weil wir offensichtlich, wenn wir ein Spiel speichern in einem Gebiet und wieder laden, dann am Anfang dieses Gebiets wieder zurückgesetzt werden. Ja, ich dachte, das wäre im 3 vielleicht dann auch nicht mehr der Fall. Aber ich habe aber ein gutes Gefühl. Was ich habe ein gutes Gefühl. Okay. Eigentlich gutes Gefühl. Ey, das war jetzt das erste Mal, dass du erkannt wurdest. Das ist eine ganze Mission. Bist du, ja. Im ersten. Aber das zählt nicht. Naja. Das zählt nicht. Naja. Das zählt nicht. Naja. Weil ich war ja eigentlich schon drin. Ach ja, stimmt. Ach, guck mal, aber vorher standest du da viel cooler vor. Ja, das stimmt. Ja, so unbeteiligt. Was geht ab? Unbeteiligt kannst daneben noch, stand. Kannst du immer noch. Nee, stimmt, ist schon drin. Nee. Doch, ich kann's doch. Okay. Stell dich mal direkt vor das Tor. Ich will wissen, ob er dich umfährt. Wenn er mich jetzt umfährt. Stell dich mal da. Bleib mal kurz. Guck mal in die Kamera. Genau so. Nicht reingucken. In Richtung, genau. Ich glaube nicht, dass er anhält. Oh, ah, doch. Das ist so gut, die haben das. Das haben sie, ja, ja. Ach, hätte er besser gefunden, wenn sie ihn einfach fahren. Wenn er hätte ihn so weggebaggert, weißt du, da oben nach links und dann runtergelassen. So, Snake, mal, Snake hätte sich in die Schaufel reingerollt. Ja. So, also hier, von der wurde auch so schießen können, weißt du? So, hier waren wir aber. Genau, da also ist die so Naomi, die für Liquid Dinge macht und wir müssen sie befreien. Richtig. Oder must we don't know. Questions. Questions? Oh, Snakes Po begeistert mich jedes Mal wieder. Das sagst du so oft, ich glaube. Die Ritze sieht man so schön betont. Das hat man nicht oft. Weil das halt hauteng ist. Das ist bestimmt mega unangenehm. Ritzeng. Deine Batterie vom Solid Eis, kann ich sagen. Ja. Ja, hier brauchen wir vielleicht gerade nicht. Ich meine, du musst nur das. Ja, aber ich möchte vielleicht hier wieder. Ein paar Leute umbringen. Die bringen nicht um. Ach, du möchtest das den Kampf wieder beeinflussen? Ja, ich wenn möchte, du jemanden betäubst und er vom Dach fällt. Nein, dann noch Mord. Rein rechtlich gesehen habe ich damit nichts zu tun. Wir haben letztes Mal übrigens erkannt, dass das standen wir hier für eine halbe Stunde irgendwie, weil wir ausgemacht haben. Und kann das hier auch nicht? Sind hinter eben ganz, ganz viele. Einfach solche Einstanden, das war cool. 30 Stück oder sowas. Da drüber rein. Hast du halt dann auch aufgenommen? Ja, habe ich da aufgenommen. Ja, war. Ja. Damit hast du deine Frage beantwortet, Robin. Das war einfach. Goddammit. Oh, Mats. Das ist so toll. Ah. Weil Leute einfach völlig zur Weißglut bringen kann, indem man einfach konsequent irgendwas behauptet. Ja, da bist du gut drin. Ja. Ich? Irgendwer beschießt mich hier. kann ich mir nicht vorstellen. In diesem Kriegsgebiet, dass sich da jemand anschießen könnte. Läuft die Aufnahme eigentlich? Ja. Wer beschießt denn hier? Die Aufnahme eigentlich. Hä? Ja. Entschuldigung. Der ist etwas. Tut mir leid, dass ich das angezweifelt habe. Ist ja nicht so, dass wir schon mal gestreamt haben, ohne dass das Stream lief. So, ja, aber jetzt, Leute, macht das unter euch aus. Lasst es Ja, wenn ich hier angepisst werde, pisse ich zurück, ja? Totale Pisse ist dann angesagt. Ich sag es euch. Charge Fire! Oh! Lief nicht so gut für ihn! Falls das alles der gleiche war. Weil die klingen alle sehr ähnlich. Das ist ein sehr schön gestalteter Raum. Da ist ein Playboy. Natürlich liegt da ein Playboy in diesem Raum. Oh, da Musik. Oh. Was macht ihr da? Ich glaube, die sind auch jetzt reingekommen. Kannst du übrigens auch die Schulter wechseln? Ja, L3 oder R3. Toll. Das ist mega hilfreich. Ja, ich weiß, aber es war jetzt halt falsch. Hä? Hä? Mal ja, danke jetzt. Für den Tipp. Ja, danke für den Tipp. Bitte. Danke für den Chat. Ja. Schieß die Tür auf. Geht das? Ich glaube nicht. Das ging noch in der Spiel. Auf jeden Fall nicht. In Spiel ging das so. War es Splinter Cell? Nee, ne? Keine Ahnung. Ah! Wenn Granate? Granate allgemein wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Irgendeine Granate. Irgendwas, was explodiert. Was haben wir denn hier? So, das brauchen wir jetzt gerade mal nicht. Kannst du Grenades? Wenn ganz... Was ist, was gibt's? Also Explosives. Brandbomben würde ich ja gerne haben. Stun Grenade. Ach, die ist aber ID-Lock. Den musst du verkaufen bei Drabin. Dann könntest du dir kaufen welche. Weil einmal zu Drabin gehst ins Menü. Ja, aber vielleicht... Das ist aber verbrennen, wirklich? Ja, es ist so gemein, ne? Wir sind ja eher... Wie du möchtest. Naja, ist ja also inzwischen hast du eh schon Leute... Aber du kannst so viele Waffen mal verkaufen oder freischalten. Aber die werden auch automatisch... Achso, ja, das... Ne. Ja, okay, dann erstmal in Drabin Shop, bevor es jetzt hier alles vielleicht geht. Ist, so, ist einen eigenen Punkt für? Explosives. Na, ich meine, die du schon hast, irgendwie zu unlocken. Aber das geht doch... Kannst du diesen verkaufen, oder? Geh mal ganz nach rechts, hast du irgendwie einen eigenen Punkt dafür? Nein.
Kannst du ihn nicht einfach verkaufen in deinem Wie machst Dings? Du das? Er verkauft dir automatisch, wenn ich... Nee, so jetzt, wenn du zu Weapons gehst. Ich meine noch die, im Inventar hast. Ach so, jetzt im Inventar. Weapons. Hast du ganz viele ID-locked Waffen. Ja. So, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nehmen würde und anklicken würde... Ach so, hier. Das kannst du kaum anlocken. Für ja, 500. Ach so, 500 ist ja tatsächlich viel. Ich hab vielleicht mit allen einfach mal mit allen machen, ja, die du hast. Weil dann kannst du auch deine Rauchgranate ausrüsten. Oder Stun-Gun. Ja, okay, ich verstehe. Dann machen wir erstmal 12. Nee, würde ich nicht machen. Oh, jetzt kann... Ja, ich glaube, die sind dann auch immer unlocked für die Zukunft, oder? Wäre zumindest sehr assig, wenn es nicht der Fall ist. Ich meine, es kostet so wenig, deswegen das lässt mich nur ein bisschen verwundert darstellen. Willst du die auch ausrüsten? Ja, ja. So, geht. Aber das hat 15.000 gekostet. Ja, aber den ist ja auch ein bisschen was Größeres. Kann man auch mal brauchen. So ein halbes Arsenal mit dir rum. Ich habe alles dabei. Für jede Situation eine Waffe. Das sind jetzt alle, okay. Ja, komm, dann machen wir hier aber auch mal eben fix. Mit der Papageienaffe. Genau, und die Diagramme da rechts. Damage. Ja. So, jetzt haben wir alles, ne? Okay, so, jetzt müssen wir mal gerade. Ein Granat, das ist die Granate. Ja, ich weiß, ich bin aber auch gerade jetzt komisch ausgerüstet. Die möchten wir mal nicht. Wir nehmen jetzt mal die Stun Grenade, Flashbang. Wir haben das haben wir auch noch für alle Fälle. Da ist eine Tür und dann. Ja, sollten die ja alle ganz an die vorbei rennen, hoffentlich. Wo ist sie denn überhaupt? Was denn? Die junge Dame. Bist du mal, wurde gesagt, in welchem... Du hast doch dein Radar. Ja, geh einfach zum Zielpunkt. Na gut. Throw R1. Ich kann noch irgendwas mit R3, aber das... Ja, zum Schulterwechsel, ne? Ist das nicht sehr viel einfacher als früher? Ist das nicht schön? Okay, lauf vorbei. Wenn ihr jetzt gerade hoffentlich dann... Glaub, oh, krass. Oh, ich bin wieder oben. Der ist oben, ja. Oder? Keine Ahnung, mehr sind unten. Da unten ist auf jeden Fall. Unten warst du gerade, da waren wir. Doch, da unten waren wir jetzt mal im Raum drin. Ja. Ah, das sieht übrigens aus. Okay, lauf weiter, lauf weiter. Flieh, Mats, flieh. Oh. Flieh schneller. XQC. Ja. Nice. Weiter. Merke Pro. Da ist irgendwas. Ration, hast du schon mal alles? Volle schöne Gebäude. Ja, voll schön. Können wir nur mal kurz anmerken. Willst du dich mal kurz ein bisschen. Das genießen. Du musst sie doch nicht. Geh doch einfach durch die Tür hier. Ja, aber da geht's wieder raus. Ja. Ja, aber dann bringt's doch nicht, wenn du da bleibst. Immer mit euren Argumenten. In die Richtung, also. So richtig. Du könntest jetzt von dir alle tot machen. Boah, jetzt Framerate. Guck mal. Hör auf Tom und Robin und schon lösen sich alle deine Sorgen in Luft auf. Oh mein Gott, Alter. Daher wollen wir nicht lang. Da runter. Ja. Im Keller. Geh mir nicht hin, da ist die Framerate. Ja, der ist schon tot, der ist über dir, das, die sind im normalen Kampfgebiet. Claymore. Ist auch gar nicht schlecht, wie sich die Akustik von dem Ganzen ändert, je nachdem, wo du bist. Ist irgendwas auf dem Boden? Nur Ratten. Man leider nicht mehr aufgenommen kann. Das ist eine Frechheit, ne? So, das wäre interessant, ob du die Stun Grenades daneben kannst. Und all of the money and money. Gott. Money, money, money. Mit so funny. Könntest du eine Ration nehmen eigentlich und die andere da aufnehmen? Oh ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Warum heißt all of the money? Hast du die Rations nicht schon ausgerüstet? Ja, ich glaube. Ja. Ja, hast du schon. Kann dann, ja, okay. Ja, redet so viel. Mach dies, mach das. Ich bin total verwirrt schon wieder. Oh. Nicht anfassen, ich bin hier im Kampfgebiet! Oh, hier war aber keine Ration mehr. Schau. Schon da, ne? I don't wanna take this. Cool. Oh, dynamisches Licht. Das Licht hat gewackelt wegen den Einschlägen. Die ist hier immer. Ich muss laut lauter machen, ne? Ich weiß nicht, ob sofort eine Cutscene triggert. Denke schon. Aber du bist jetzt im Research Lab. Und da wartet ja eigentlich Naomi auf dich, haben sie gesagt. Research Lab. Ich glaube hier gar nichts mehr. So. Ha, keine einzige Cutscene mehr im ganzen Spiel. Wäre das nicht der größte Twist? Ihr denkt, das war eine Cutscene? Okay, jetzt kommt. Oh, ist so viel. Wie er immer so komplett vorm Tod steht. Nicht super. Er ist eigentlich schon mehr als mit einem Bein drüber. Texture.
Das ist aber nicht das Research Lab. Doch. Das ist ein Garten, Tom. Das kann doch trotzdem ein Lab sein? Nein. Hm. Da ist Blumen. Yes, that's right. Schieß jetzt. Chill. Nicht auch alles um, hier rum, um sie herum gerade explodiert. Ich bin einfach so chill. Aha. Yes. Da war was. War das sie? Oh, ist das cool. David. Also gucken wir dessen? Eingeschränkt. Das ist wirklich cool. So unnötig, aber so trotzdem cool. And things on your end? I see. We're on schedule here as well. I know. Me too. Grüßte. Until then. Grüßte. In der Zukunft gibt's keine BHs mehr. Oder ist sie keine Peripheral Vision, ey? Naomi! Snake. Er ist einfach in Camo. Stimmt, hab ich vergessen. Entschuldigung. I knew you'd come. You and I, neither of us can escape our fate. Das sieht echt noch gut aus. Yep. Charaktermodelle. I haven't seen you since Shadow Moses. How long? 10 years? And Dr. Emmerich, is he with you? Why? I thought he'd be the only one able to open the mail I sent. Not many people could recognize 4D sound data in a Soliton radar file. How is the good doctor? Otacon's fine. He's the same as ever. Otacon? I see. Who were you just talking to? Liquid. Although I suppose he's really Ocelot, from a medical standpoint. I thought he was here. Oh! No! He's not. Hallo, wir haben's gesehen? Habt ihr's gesehen? Nope. Oh, God damn it. Where are all the guards? God damn it. It's a trap! They know I won't escape. I'm powerless to resist. It's a fucking trap. I have no choice but to cooperate. Naomi, what happened in the Middle East? So ganz grundsätzlich. Kannst du mir das Ganze mal erklären? What you saw was the soldiers' emotions run amok. Another product of the system. Also dieser, die Dekolleté ist wirklich verrückt. You don't trust me? I'm not sure yet. And if I answer your question, naja, du hast mich mit Fox da infiziert. Liquid. We thought the SOP was an ID control system designed primarily to maintain order and control in battle. And we were right. But only partially. SOP had another function. To control people's senses.
sense is a The nanomachines inside soldiers' bodies adapt to different conditions, promoting the release of neurotransmitters, hormones, and stimulants, giving them an edge in battle. They can create an artificial combat high by releasing endorphins at the same time a soldier kills an enemy. Or they can suppress hormones to neutralize the soldier's emotions, prevent them from panicking and engaging in friendly fire or needless massacres. It's all controlled by the system's core AI. It artificially controls the soldier's pain, emotion, senses, in other words, the essence of his being. The skyrocketing demands of the war economy have fueled the demand for more soldiers and more fighting. This in turn led to the development of technologies to rapidly improve their combat abilities and control their actions. The system ensures a steady supply of battle-optimized soldiers at a minimum of cost. But you, of all people, must understand, Snake, that unlike combat technique, a soldier's senses can't be taught. They must be earned through experience. Does this have something to do with that test of yours? The goal was to release the soldier's nanomachines from the system, but we didn't know about the mental control. And the nanomachines went berserk? No. Our test was a success. At least it confirmed our hypothesis at the time. Just as we predicted, the nanomachines stopped functioning, and the PMC soldiers were freed from the grips of the system. But the moment the system stopped, all the pain and fury and sorrow, all the trauma and stress, all the hatred, regret, guilt, all the sensations that had been suppressed were unleashed within their hearts. Their memories, unlike their senses, weren't erased. Each enemy soldier they killed, each lost comrade, each threat of violence against the innocent, every act of war they'd committed was etched firmly in their hearts. In suppressing the user's mind, the nanomachines exact a heavy burden on his heart. The user's body rejects the nanomachines. This reaction must then be suppressed with drugs. Before the user knows it, his mind is in complete shambles. Snake, remember Frank? No. Frank Jaeger. Grey Fox. They twisted his body for their experiments and nullified his broken heart. SOP has taken it even further and applied it to living human beings. The sins of war these soldiers carried inside them returned to assault them in the form of unimaginable shell shock. The meaning in the system may have changed, but the battlefield hasn't. Until that point, war was like a game to them. Yeah, it was. And then suddenly, holy shit. Reality came crashing down. What? Under construction da drunter vor allem. Can't do this. It's your own game. Ordinarily, our hearts are hardened through experience. Even the most grizzled veterans live with an inescapable guilt they've had to overcome bit by bit through the years. And even then, it never truly goes away. For a mind lacking that essential experience, it was simply too much to bear. Elegant unters Bett geguckt. Ja, eins, eins, oder eins? Nee, das war doch, das war versteckt da hundertprozentig. But what about me? I've never been under the system's control. That's why I want to examine your body. You need to know too. This is his body. Und reiten hat uns auch geholfen, ne? Ja, ja. Undress. It's a trap, goddammit. Komm, ich bin nicht so nah dabei. So. Snake. Oh. What's gotten into you? So ein Nackenhaut. Hurry up. How about no? What? Oh my God. Snake. Yeah. What is?
alter Mann. Ja. Oh. Right. Let's just get this over with. Yes. Of course. Bin ich gerade hilfreich für sein Selbstbewusstsein? Nein. Was da Tiers, ne? Oh, ist gut. Ja? Die Tränen von hier sehen gut aus. Ja. Cry-Engine. Also 5 Jahre im zweiten Teil, ne? Ja. Snake, do you remember what I told you in my video mail about the first generation of nanomachines? The ones you stuck me with at Moses. Yes. The nanomachines are recharged by your body heat. They won't stop functioning until they're all extracted. Or until you do. Most of them were lost through bleeding and excretion, but around 30% still remain inside your body, attached to your cells. Not finished yet. The first generation were never ID registered, so they don't react in the same way as the SOP nanomachines. But they may be interfering with your body and with your heart. So, does the aging have something to do with Fox diet too? No. Your telomeres were intentionally set up to be short, regardless of the age of the original. Some telomeres. One of the genes that inhibit reproduction and aging, the Clotho gene, was intentionally mutated as well. But more importantly, your chromosomes, like liquids, were provided with terminator genes to prevent them from making copies. Why? Your clones created for one purpose, war. And so, in order to prevent you from being abused by clients or stolen by the enemy, they shortened your lifespan and removed your ability to reproduce. It was a safety device to ensure that the seed of Big Boss didn't end up in the hands of others. The reason you're aging so rapidly isn't because of disease or faulty research or Fox dye. It's how you were born. It's your natural lifespan. Krass, ich hatte echt Erinnerung, dass es anders wäre. Ich glaube, es passiert jetzt irgendwas. Bitch move, wurde es einfach so gemacht. Nackt gemacht. Kann man da bestimmt auch den Colonel irgendwie für verantwortlich machen, oder? Was, wofür? Für seine Geburt. Ja. Naja, klar. Eigentlich ist er unser Vater. Also auf eine Art. Nee, Colonel doch nicht Big Boss. Ich meine, was? Nein? Ja, aber jemand, der uns geklont hat. Campbell war nicht dabei. Naja, der hat bestimmt gesagt, mach das mal. Nein, der doch, der hat da ganz viel. Jetzt lass diese Storyline gehört dazu. Okay. Mats weiß Bescheid. Ich möchte, dass er mein Papa ist. Viel mehr als wir. Ich hab's auch noch nicht gesagt, aber ich bin jetzt bei Konami. Der Random Generator hat mich ausgewählt. Jetzt ist die beste Chance, um mal mit Gesundheit zu arbeiten. Ah, ich glaube wieder. Your cells, blood, organs, nerves, skeletal system. Muscle tissue. Every part of your body is aging rapidly. An ordinary man wouldn't even be standing by now. Snake, the only thing keeping you together is the strength of your will. Sonst wird einfach der Hals abplocken. How long do I have? Half a year. Fuck. Mike's? Ganz oft. Warum? Hm. Mann! Don't. Spiel. Er hat doch nur ein halbes Jahr, ist doch egal. Snake. There's something I have to tell you. In diesem Kühlschrank da hinten. Now what? You and I both know your body is approaching its limit. But when I said half a year, I wasn't talking about your lifespan. What do you mean? We can't get rid of the Fox dye in your body completely. At this point, it's circulating within you like a normal virus. Yeah, so? Listen to me. Fox dye only kills its victims when the infected person's genetic code fully matches the genetic sequence programmed into the virus's receptors. In other words, it only attacks targets with specific genes. I know. That's what killed the AT president. And Liquid. Yes. And at the same time, it's set up to protect those not designated as targets from the virus's harmful effects.
Here. I'll show you. The receptors on the fox dye inside your body are breaking down. The rapid aging process is changing the environment within your body. As a result, the virus is starting to mutate. The viruses on the left are fox dye in its original form. The ones on the right I took from your body. They're already mutated. The receptors, they're wearing down. Meaning? This mutated version of fox dye could activate even if the infected person's genetic pattern doesn't perfectly match the receptors. Which means the virus is becoming indiscriminate about what type of target it kills. Ever since Shadow Moses, fox dye has been breeding continuously in the nanomachine colony inside your body and dispersing into the air. But there are no more targets to attack, so there haven't been any more outbreaks. However, if the receptors continue to wear down, it'll become a killer virus that attacks untold numbers of victims. What if we kill them all? Remove them from the body? There are no antibodies either. I don't know what percentage of the receptors have to break down, or how many people will be targeted when that happens. But what is certain is that people will begin to catch fox dye through airborne transmission. It'll start with those closest to you. Then, one by one, they'll lose their lives. The part of the virus that distinguishes between individuals will start to break down in about... half a year. No. 3 months at the most. 3 months? Ironic, isn't it? Not this time! You've spent your entire life saving the world from Metal Gear, from nuclear annihilation. I'm the danger. And now, you're becoming a doomsday device yourself. I can't predict exactly how devastating the epidemic will be. Whether just 1% of the human race could unlock the broken receptors, whether we all can. In either case, 3 months from now, you'll be a walking biological weapon. Ah. Das ist gut oder schlecht? If it were up to me, you'd be quarantined already. Can't catch a break. It's not over yet. I know. Natürlich nicht. You still have a job. Darf er jetzt nicht rauchen? Weil ein Affe die Zigarette im Mund hat. Ach, you have 3 months. Das ist mein Grund. Time to think once all of this is done with. Was ist dann in 6 Monaten? And if I choose death first, will that stop fox dye from spreading? When the host dies, the virus dies with it. Hier zum Affen. Toll. Wie oft der die jetzt schon angezündet hat, ne? 3-4 Mal. Snake, tell me one more thing. Have you been to a hospital lately? Yeah. While you were there, did they give you an injection? Don't they always? Take a look at this. These came out of your body as well. It's a new strain of fox dye, one I've never seen. Someone must have put them in you recently. Do you have any idea who? The Reppen? Him. The new fox dye strain is starting to multiply rapidly. What's in it? I can't say for sure. I'll need to do some more tests. Here, take this. It contains the same substance the soldiers' nanomachines secrete inside their bodies. It's a drug that inhibits the nanomachine's ability to regulate the senses.
The nanomachines inside the body malfunction when the system interferes with them. It triggers a reaction in the body, which is why you're having the seizures. Give yourself a shot whenever they get bad. Guck dir mal weg, bevor er ausatmet. Da im Spiegelbild ist da was gewesen? Ich glaube schon, ja. So use it sparingly. Spiegelbild war, glaube ich, was. Unless you want to end up was Großes, Ekelhaftes zu sehen. It may restore your psyche for a short while, but use it too often and the amount restored will start to decrease. Das ist, glaube ich, ganz wichtig gerade, ne? Das ist ja dann Item, mit dem du deine Psyche restoren kannst. Aber du hast ja schon extrem auf X gedrückt, deswegen hast du schon übernommen. Ja. Das musst du aber nicht jedes Mal machen, so wichtig ist es für dich eigentlich nicht. Oh doch, das wäre ein lustiges Extra. Kannst du mit Rose reden? Ich will aber lieber nicht. Naja. Stimmt. Drück X bitte. Wir müssen uns selbst erlauben, zu be chained to fate. I can't slip free. Jetzt verstehe ich langsam, wie man sich darüber aufregen kann, wenn man weiß, dass sie da sind und denkt, gleich geht's los, gleich geht's los, gleich gibt's hier Kampf und Krieg und ich muss voll drauf sein. Where's the liquid? I can't tell you yet. Not until you free me. Do we know? Liquid left here last night. Where was he headed? Those are my terms. I can't leave this place of my own will. What are you talking about? I'm being watched. Liquid has altered his plan. Removing the system will only cause his army to collapse from within. So he's chosen to seize control instead. Liquid's objective is to hijack the SOP system. He'll use it to create the ultimate army of perfect soldiers and launch his insurrection against the Patriots. There's a name for his new plan. He calls it Guns of the Patriots. Guns bam, bam. Of the Patriots. Na, bam, bam. Yeah. This place isn't safe. Come with us. Well, it's safe. Why? Hmm. This way. Wow. Besser. Fox. Oh no, not again the frog. Oh. Im Schrein verstecken? Oh. Oh. Octo Camo. I don't like her. Come on! Laugh when you can! There's no escape from here! Laugh yourself to death! What's happening? Yeah, I don't can... what? Oh man! Let's go! Oh, oder nicht? Okay. What? Let's go! I don't trust this. You're surrounded, Snake. You'll have to break through to go after Naomi. Take out those enemy soldiers and clear a path.